Jo, und da sind wir wieder bei meinem Let's Play zu Wargame European Escalation. Das letzte Mal haben wir ja die zweite Mission der ersten amerikanischen Kampagne beendet und damit gehen wir dann jetzt auch weiter zur dritten Mission. Oh, und das ist mit Franzosen, das ist aber schön. Och, das ist aber schön, französische Einheiten, oh schön. Und Briten auch noch, das ist aber schön. Ja, ihr merkt schon, also ich freue mich hier wirklich nicht nur die amerikanischen zur Verfügung zu haben, weil ich die sowieso, wie gesagt, nicht so sehr schön finde. Nein, wir haben jetzt auch, ja, sinnvolle Einheiten kann man nicht sagen, aber halt schon mal noch ein wenig mehr Abwechslung dabei. Und wir haben auch die Chasseurs FAMAS. Die werdet ihr im Multiplayer sehr oft sehen. Die haben nämlich für ihren Preis relativ gute Werte. Sind relativ gut bewaffnet, haben also Panzerabwehr, haben ein ordentliches Sturmgewehr. Die sind durchaus. Ich glaube, wenn ihr NATO-Truppen als Gegner habt, seht ihr die eigentlich so gut wie immer. Das ist schon Standard, die dabei zu haben. Auch Roland haben wir, das ist auch nicht schlecht. Ja. Was sonst? Wir haben noch ein wenig Artillerie, die ist jetzt nicht so toll. Also, nicht Artillerie, sondern Jagdpanzer sind das. Der geht aber, ist mir eigentlich zu teuer. Wie gesagt, ich habe eh nicht so die Nerv für Raketen. Na ja gut, die können wir vielleicht mit einsetzen mal, weil die sind billig. Ihr seht, 5,12 ist relativ ordentlich, wenn man hier guckt. 5,12 und ist allerdings ein bisschen teurer. Natürlich auch besser gepanzert, aber das bringt meistens gegen Panzer natürlich eh nicht viel, wenn er eine Panzerung hat. Also, ja, Mephisto ist auch noch Jagdpanzer. Aber nicht so sehr viel besser. Ist hier bloß ziemlich schnell. Dann haben wir jetzt auch noch. Ah, sehr schön, wir haben noch ein paar neue Hubschrauber. Jetzt zwar nichts so Tolles, aber wir haben ein paar Gazellen mit Hut, beziehungsweise mit Tod 2 hier unten. Also Panzerabwehrlenk-Raketen-Hubschrauber haben wir noch ein paar dazu bekommen. Das sind 8, das sind 4. Das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber damit werden wir auch leben können. Ja, damit durfte ich alles haben und dann starten wir mal in die Cutscene, würde ich sagen. Viel Spaß dabei. Deutschland kapituliert hatte, stoppten die Truppen des Warschauer Paktes an den Grenzen zu Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Die sowjetische Regierung behauptete, deshalb so vorgegangen zu sein, weil die deutsche Bedrohung wie 1939 zu groß geworden war. Obwohl die Geheimdienste davon berichten, dass sich frische Truppenverbände gegen den Westen neu ordnen und konzentrieren würden, machen europäische Diplomaten seit Monaten nichts anderes, als sich in endlosen Friedensgesprächen zu ergehen. Die westlichen Völker wünschen sich den Frieden. Die Sowjets hingegen wollten nur Zeit gewinnen. Und jetzt sind sie mittlerweile bereit für die zweite Phase des Angriffs gegen den Westen. Das Ziel, die französische Atlantikküste. Des Warschauer Pakts haben die französische Grenze überschritten. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie weitere Divisionen einbringen können. Diese Hügel überragen die Region und sind daher der Schlüssel für den Sieg bei dieser Schlacht. Was sind das nur wieder für ein Mist? Nee. Also wir haben vogellagerte VEBs, die der Gegner dann einfach uns abmopsen kann oder was? Ist ja toll. Oh Gott. Sammeln Sie 2000 Ressourcen. Wie, das ist alles? Okay. Ja. Also wenn ich es gerade richtig. Wir sammeln jetzt die Punkte nicht mehr, denn hier gerade noch. Ach, das ist. Ach so, ja, das ist Aufstellungszone und dann haben sie hier die ganzen Punkte. Also von da bekommen die ihren Nachschub. Das heißt, das werden wir nicht kriegen. Das heißt, da wird es schwierig zu verteidigen, weil wir sind ja wesentlich weiter weg. Halten Sie 15 Minuten lang Sektor India. Ja, 6 Punkte und 4 Punkte klingt ja schon mal gut.
Also hier könnten wir ja eine Verteidigungslinie. Na, erstmal sehen. Also, Delta, Golf, die kommen aber auch von da. Also müssten wir das irgendwie schon da und da und hier. Also ich glaube, das hier können wir nicht schnell genug sichern. Abgesehen ist es ziemlich weit weg vom Schuss, aber wir haben jetzt zwei. Wir sollen den Punkt 15 Minuten lang halten. Sekundärziel ist das. Das ist Primärziel, nehme ich mal an. Ja. Und wir dürfen keine Kommandoeinheit verlieren. Ja gut, das ist ja eigentlich, liegt das mehr. Jetzt haben wir dann so zur Auswahl. Wir haben Gazellen. Wir haben Rolands. Wir haben Paul B. Sehen wir uns hier an. Ja, ja, ja. Was nehmen wir denn nochmal? Also ich bin jetzt wirklich mal überlegen, ob wir einfach hier dicht machen. Ich glaube, da hinten kommen wir nicht schnell genug hin. Oder hier irgendwie verteidigen wollen. Also wenn wir da was sehen. Also gehen wir mal davon aus, wir nehmen beide Punkte erstmal ein. India und Kilo. Dann hätten wir nach Norden eigentlich relativ gut abgedeckt. Dann müssten wir aber in die Richtung. Das ist auch viel. Weil ihr habt schon gemerkt, im letzten Spiel, beziehungsweise in der letzten Runde, da kam es auch schon dazu. Die Russen greifen in rauen Mengen an und da ist es. Ja, ich glaube, wir machen hier dicht, weil die sind. Wie viel sind das? Na gut, sind 5 Punkte. Also wir sichern erstmal die 10 Punkte. Wenn wir die noch sichern können, dann sehen wir da. Gucken wir mal, was da noch passiert. Gut, wir nehmen. Ja, wie gesagt, es sind graue Mengen. Die haben 4 Punkte, von denen die kommen können. Ich glaube, wir nehmen da lieber mal wieder ein bisschen mehr Masse als Klasse. Auch wenn mir das eigentlich nicht so wirklich zusagt, oder? Ja, da kommt im Schilder irgendwas Großes. Das muss nicht sein. Oh, ne, die AMX 32 schiebe ich mir auf. Für die letzte Mission. Voilà, super, der. Ey. Obwohl, der ist eigentlich auch ganz gut. Den nehme ich auch lieber auf. Oder nehmen wir die ganz billigen? Ja, wir haben die ganz billigen. Also billig, aber halt die relativ kostengünstigen. So. Ja, was nehmen wir jetzt noch? Infanterie. Da nehmen wir gleich mal die. Ja, welche nehmen wir da mal? Sind ja nicht so sehr viele, wa? Nehmen wir mal 4 von euch. Und dann noch ein bisschen andere Infanterie gegen Panzer und was weiß ich noch alles. Haben wir ja gar nicht richtig was. Ah, Panzergrenadiere. Panzergrenadiere, die sind natürlich noch ein bisschen besser. Die kosten ein bisschen mehr. Ne, die Panzergrenadiere heben wir uns auf und nehmen einfach auch mal wie im Multiplayer jetzt die VEBs. Das muss erstmal reichen. Oh, und was nehmen wir noch? Vielleicht noch welche. So, was haben wir jetzt noch übrig? Wir könnten noch ein paar ganz günstige Panzer nehmen. Leo 1 zum Beispiel, 25 Punkte. Würde nochmal für 4 reichen. Oder wir nehmen ein paar Jagdfahrzeuge. Da könnten wir doch eigentlich die Dinger mal nehmen. 20. 10. Oh ja, 10 klingt gut. 10 klingt gut. Das nehmen wir, glaube ich. Das würde noch Spartan. Der hat bloß einen Gegner. Das bringt nichts. Genauigkeit 2. Ach du Scheibenkleister. Nee. Teuer. Wenn wir davon einen Wald verstecken, das wäre auch nicht schlecht, war. Die sind gar nicht mal so schlecht. Jagdpanzer, was ist mit euch? Ich bin jetzt wirklich schon überlegen. Das bringt nichts. Nee. Das sind 5, 12. 5, 12, 3, 12. 3, 12. Gott, 7. Nee. Also wir nehmen jetzt einfach mal die da. 4 davon. Und nochmal 4 davon. Und dann passt das. Die sind billig. Es werden haufenweise Panzer ankommen. Nehme ich mal ganz stark an. Da werden die uns ganz gut helfen. Luftabwehr sieht jetzt ein bisschen aus. Dann wäre die Rolands. Damit starten wir jetzt einfach mal rein. So geht's los. Oder? Gut. Gut, gut. Tja, also. Du und du. Schnell bewegen dahin. Du und du. Schnell bewegen dahin. So, die Milan. Ja, wir fahren es mal dahin. Ich weiß nicht genau, wo ich die hinstelle.
2 VEBs von dahin. Ihr fahrt dahin. Was? Wir werden schon beschossen? Ist ja nett. Wir geben euer Fahrzeug. Wow, Artillerie, na toll. Flugabwehrraketen. Dahin und dahin. Oh, ist ja klasse, wenn wir gleich von Anfang an geschossen. Die werden vielleicht als die Lastschleppen als Verstärkung. Die Hubschrauber. Aufgetankt. Ja, achso, und die Kommandofahrzeuge sollten vielleicht auch die Punkte noch einnehmen, wa? Jo. Ach, auf. Ich hab Aufklärer vergessen, verdammt. Nee, ist jetzt teuer. Ist billig, ist Brom jetzt. Toll. Ja, und Hubschrauber. Kann ich mir nicht leisten. Wo denn? Achso, das sind jetzt die vorgelagerten. Ja gut, damit rechne ich jetzt ganz fest, aber wir brauchen trotzdem Aufklärer. Egal, einfach mal jetzt die trotzdem nehmen. Los, wo mit euch. Weil ohne Aufklärer ist doof, das wäre blöd. Ja, wo stellen wir schon mal hin? Wir stellen euch mal. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Milan, euch stelle ich dahin, euch stelle ich dahin, na kommt, in den Wald, oder an die Bäume, ja, steht schon, geht's schon los mit Mike, ja, und das sind wir nie im Leben, da werden wir nie im Leben schnell genug hinbekommen, hingekommen, achso, hier holen wir uns hinstellen, egal, die Hubschrauber gehen wieder hoch, ja, das machen wir dann als nächstes, sobald wir die Punkte, weil das sollte dann relativ schnell gehen mit Punkten für uns, gut. Versuchen brauchen wir erstmal. Das ist jetzt beschädigt. Ich bin einfach die Artillerie getroffen. Mehrfach Raketenwerfer, ist ja nett. Toll, die verbrauchen gleich mehrere Raketen da. Also. Ach, wir haben die Ural noch. Sehr schön. Ja, ihr seid Verstärkung. Ja, da brauche ich die Kazellen jetzt nicht. Aber ich mache erstmal Gruppen da draus. Habe ich mir sonst immer. Ein wenig verkniffen, aber das ist vielleicht doch mal ganz gut. Ihr fahrt mal da hin. Ihr stellt euch ein bisschen. Oder? Ne, ihr bleibt da stehen. Ihr bleibt da stehen. Ihr fahrt auch davor. Oder ihr stellt euch mal da hin. Ausladen. Da kommt schon was. Aufteilen. Aufteilen. Das ist jetzt einfach bloß alles schön aufteilen, damit die ja nicht. Oh, Flugabwehrraketen. Hm, da geht schon gut los, ja. Aufteilen. Das ist einfach nur, damit die hier nicht irgendwie, wenn die ankommen, uns gleich alles wegballern können. Okay, das war jetzt doof. Ausladen. Ausladen. Jeder geht irgendwo hin hier und sucht sich ein hübsches Bäumchen. Und schon mal, da sind keine Hunde dabei, sonst gibt es da Flecken. Ja, Planung. Wie gesagt, ihr habt ja gesagt, wir werden jetzt hier versuchen, diese Punkte zu halten. Das hat jetzt erstmal Vorrang, weil wir da viel Knete kriegen, also Knete, Anforderungspunkte. Noch kommt ja nichts, also sieht doch schon mal schön aus. Hat wenn ich noch mehr Infanterie? Da. Ausladen. Ihr werdet euch fragen, was ist denn das Tolle an den Fabs? Und zwar, die haben eine 12,7 mm. Dann geht's schon los. Aufteilen. T-72. Also die haben relativ gutes MG obendrauf. Also, es ist ein amerikanisches, ich weiß, aber... Ich weiß jetzt, Leute, die werden sich darüber aufregen, wenn ich sage, das sind gute MGs, aber... Hallo, Feuer. Ja, mal zurück. Au, geht schon los, ja. Ja, die greife ich schon mal wieder an, das ist natürlich nicht nett. Also die wollen mitten durch, aber die kämpfen bis jetzt ganz ordentlich. Hier kommt die. Au, T80. Nett. Was kommt hier Schönes? Ah, ein Kampfmannefahrzeug. Ja, die Chasseurs haben halt nicht die große Reichweite, das ist also besser, wir gehen ein bisschen weiter rückwärts. Wir lassen jetzt erstmal die Panzer machen. Aufklärer ist da. Der kann sich aber mal ein bisschen weiter vorstellen.
Ja, also wir müssen hier ein wenig mehr Verstärkung hinschicken. Aber das geht erstmal in den Wald mit dir. Und wir haben schon 420 Punkte. Nett. Die haben keine Raketen mehr. Also es ist doch wieder relativ chaotisch hier. Aber gut. T-72G. Ja, wie gesagt, die haben ein relativ großkalibriges MG. Das heißt auch, die können dadurch relativ gut unterdrücken.